Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einem neuen kleinen Reaction-Video. Diesmal zu Suicide Squad Kill the Justice League, Freunde. Da gab es jetzt auf dem DC Fandom Event einen neuen Story-Trailer, genauso wie es einen neuen Trailer zu Gotham Knights gibt. Und ich habe mir beide noch nicht reingezogen, ich werde mir aber beide mit euch gemeinsam reinziehen und meine Meinung natürlich dazu sagen. Wir fangen mit Suicide Squad an, Freunde, und ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Das ist ja das neueste Rocksteady-Studio-Spiel. Die haben ja Batman Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight gemacht. Und wenn ich jetzt nicht komplett durcheinander komme, gab es Arkham Knight, wann kam es raus? 2015, glaube ich. Das heißt, jetzt einfach mal 6 Jahre. Und wenn dieses Spiel, und es soll 2022, sorry, rauskommen, Suicide Squad, also die bleiben bei dem Plan. Es war sowieso geplant für 2022, aber Gotham Knights eigentlich für dieses Jahr. Aber jetzt sollen halt beide nächstes Jahr rauskommen. Suicide Squad kommt ja nur für Next Gen. Und wenn es dann rauskommt, sind es einfach über 7 Jahre. Sieben Jahre sind dann vergangen, dass Rocksteady ein Spiel rausgehauen hat. Und die haben ja immer abgeliefert, finde ich. Mit den letzten 3 Batman-Games haben die richtig abgeliefert. Das Gameplay stimmt. Ja, es war einfach geil. Es war einfach geil, als Batman den Leuten auf die Schnauze zu hauen. Es sah immer gut aus. Die Optik war immer nice. Immer nice. Und die Story vor allen Dingen war auch sehr nice mit den ganzen Charakteren. Also die wussten genau, was sie machen. Die hatten ein gutes Gefühl, gutes Gespür für die Welt, für DC allgemein. Und ja, jetzt basteln sie seit Jahren an diesem Spiel. Es kommt nur für Next-Gen-Konsolen und PC. Und ich bin sehr gehypt. Ich, wie gesagt, habe den Trailer noch nicht gesehen, deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Wahrscheinlich wird es wieder vollgeballert sein mit, wahrscheinlich wird es wieder vollgeballert sein mit Lizenzmusik, deswegen werde ich öfters anhalten, aber ich will ja sowieso was dazu sagen, ist ja klar. So, Arkham Asylum sehen wir. All of you are the worst of the worst of the worst. Still, you're good at what you do. Even if. Okay, hier sehen wir schon mal die Truppe. Was sagt ihr zum Design? Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt es. Ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt mehrere Informationen auch gab. Ich habe dazu noch nichts gelesen oder sowas. Ob man jetzt schon gehört hat, kann man alles spielen? Gibt es eine Open World? Warum kämpfen sie eigentlich gegen die Justice League? Und so weiter. Also, das habe ich nicht gelesen. Nur halt, was es auf jeden Fall fest geplant ist, aktuell noch. Ja, man muss ja immer vom aktuellen Stand ausgehen. 2022. Ob es dann doch verschoben wird, wir werden nächstes Jahr dann sehen, oder? Even if what you do is far from good. Okay. Natürlich, das Arkham Asylum sieht natürlich sehr, sehr ähnlich aus, jeder Gang und so weiter. Aber cool wär's, wenn das jetzt hier, wo die jetzt stehen, die erste Plattform oder dieser erste Raum ist, wo man Batman Arkham Asylum damals das erste Mal den Leuten auf die Chance gegeben hat, als die Zellen aufgegangen sind. Das wäre ganz geil. Allgemein, wenn das Spiel voller Easter Eggs ist, wieder. Das ist sowieso immer geil, diese Andeutungen und so an jeder Ecke. Let me take a look at you. A musclehead. Ja, der Muskelkopf, Alter, oder muskelbepackte Typ. Der Söldner. Das soll wahrscheinlich einfach Deadshot sein, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Harley Quinn natürlich. Der gute Shark kennt man ja jetzt aus dem Suicide Squad Film, den ich auch ganz nice fand. Oh, nice! Was? Und ein Obdachloser? Okay, alles klar. Ja, gut, passt so ein bisschen mit der Captain. Das soll ja Captain Boomerang sein, mit der Cappy, da wollte ich sagen. Ist doch Captain Boomerang, oder? Oder wer soll es sonst sein? You're perfect. Ja, okay, da kommt die Musik. Da kommt die Musik. Gut, gut, gut. Alles klar, super. Ist Brainiac der Gegenspieler? Kontrolliert der vielleicht die Justice League? Und deswegen müssen die dagegen kämpfen. Ich weiß nicht, ist es schon bekannt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe letztes Jahr nicht so viele Informationen mitbekommen. Nur, dass sie, also bei der Ankündigung, nur, dass sie halt gegeneinander kämpfen. Oh yes, oh yes. Also die Charakteranimationen sind schon nice, ey. Sind schon echt nice. Hat man da gerade... Warte mal kurz. Ah ja, okay, dann habe ich doch richtig gesehen. Flash. Ja, die Musik immer, die Musik, 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 ey. Oh ja, Alter, das Design sieht nice aus. Das Design sieht nice aus, Mann. Sieht nice aus. Optik auch bisher. Er ist natürlich, wie gesagt, nur ein Trailer, animierter Trailer und so weiter. Aber, obwohl, weiß ich gar nicht, ist das Ingame-Engine vielleicht sogar? Keine Ahnung, mal gucken. Ich lass mich raten.
Wonder Woman? Ich glaube schon, oder? Wer stand dahinter? Wer war das? Ach, ich will's sehen! Oder? Oder? Ah, ich weiß nicht. Oder was sieht das? Nee. Your new mission is to kill the Justice League. Geil, geil, Mann! Wir müssen wegen der Musik anhalten, Mann. Ey, es tut mir leid, aber zieht euch den Trailer dann alleine rein, wenn euch das nicht so gefällt. Oh shit! War das Green Lantern? Aber welche? Wie heißt der nochmal? Kyle? Ja, ist der Kyle oder was? Nee, wie hieß der nochmal? Oh Gott, Alter. Egal. Uiuiui, warte mal. Haben sie das Batman-Mobil geklaut oder einfach nachgebaut? Oder ist es wirklich von Batman die Karre, Alter? Die sieht ja nicht so geil aus. Blaze Comics. Ey, also mega geil, ey. Der Trailer ist richtig geil, ey. Vom Feeling her ist der nice. Ey, wir sind gerade mal bei der Hälfte, ey. Taking on the Justice League is the worst idea you've ever heard. I kinda zoned out. Musik. Superman. Ja, wahrscheinlich werden die wirklich vom Brain kontrolliert, oder? Der sieht ja nicht ganz gesund aus, der Boy. Ja, okay. What did you think? Mann, die Musik, ey. Oh, es tut mir wirklich leid, ey. Ich würde ihn auch lieber ein bisschen schneller durchgucken. What happened? You'd crawl out of your cells, swoop in, save the day. Which superheroes did you say you were? Again? Geil, Alter, geil. Der Trailer, oh, Alter, das macht so Bock schon. Das macht so Bock schon. Remember, your head is ticking. Okay. Lex Korb natürlich auch am Start hier. Okay, das wird auch schön brutal, oder was? Not gonna make it. Musik ist wieder am Start. Oh, Wonder Woman. Ja, dann war die das auf jeden Fall, die da die Statue kaputt gemacht hat. Und natürlich das Lasso haben wir auch schon gesehen vorhin. Warte mal. Wurde die gerade von Superman weg? Ja, vielleicht. Oh, vielleicht ist sie noch. Oh, vielleicht ist Wonder Woman noch bei Verstand, ne? Waller, the penguin is in flight. Repeat, the penguin is in flight. Then let's clip his wings. Oh my god, he's getting up! Hitting him again. He's ran out the door! Somebody stop him! Did that get him? No! It very much did not get him! Oopsie. Waller! Blow up his head! Aber wenn ich das richtig gesehen habe, das Design sieht echt aus wie die Arkham-Dinger, ne? Die sind ihrem Style treu geblieben, ne? Ja, Freunde, hier seht ihr es. 2022 soll das Ganze noch rauskommen. Auf jeden Fall haben sie es jetzt nochmal bestätigt. Hätte ja sein können, dass sie das genauso wie Gotham Knights auch um ein Jahr verschieben oder sowas. Ja, krass, Alter. Ja, ich freue mich drauf, fand ihn geil von der Stimmung her, von der Optik her und bin gespannt, Freunde. Wir werden es natürlich dann nächstes Jahr höchstwahrscheinlich Stand jetzt zocken. Also, viel Spaß weiterhin. Danke fürs Feedback, danke für die Likes und Kommentare jetzt schon mal und wir hören uns dann. Haut rein!